Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy und dass diese Aufnahme erscheint. Ich hoffe, ihr wisst, was das bedeutet. Ich habe jetzt innerhalb von einer Woche habe ich das komplette Spiel mit Luigi durchgespielt. Ich habe hier die 120 Sterne voll gemacht und ja, ich konnte euch das nicht zeigen, weil ich konnte gestern einfach nicht aufnehmen, da war bei mir zu viel los. Es ist eine Nachricht erschienen, irgendwie eine neue Galaxie ist erschienen. Ich hoffe, dass die Nachricht jetzt nochmal kommt, wenn ich es mit Mario starte. Aber auf dem Account war ich noch nicht, nachdem ich das mit Luigi durchgespielt habe. In beiden Spielständen könnte ich jetzt den 121. Stern holen. Aber ich habe das ganze Let's Play jetzt mit Mario gemacht. Da muss ich jetzt nicht noch euch den 121. Stern noch mit Luigi zeigen. Wieso passiert nichts? Es ist eine seltsame Galaxie, ist ja schön. Wir gucken jetzt einfach mal. Es leuchtet auch so komisch drüben. Ja, du hast nichts Wichtiges. Bei Luigi hat er übrigens 20 Leben gegeben. Keine Ahnung wieso, aber... ja. Vielleicht hat der Toad einfach mit sowas Stimmiges oder so. Ja, ich habe absolut keine Ahnung, worum es hier geht. Was leuchtet hier so? Ist das im Zentrum des Universums? Wo ist der 121. Stern? Es hieß eine seltsame Galaxie, Sachin. Wo ist das? Ja, es ist halt das Problem, wenn man das Ganze blind macht. Ich muss sagen, ich hab mal gehört, dass es den 121. Stern gibt, aber ich habe mich nie näher damit befasst. Sieht man hier ja auch ganz gut an meiner Ahnungslosigkeit. Ja. Ich möchte das Ganze erst mit Luigi machen. Weil das ist der Trigger, dass es bei Mario geht, aber ich will es ja auch blind machen, von dem her muss ich es ja dann erst mit Luigi machen. Bruder! Oh, was soll ich machen? Ja, nein! Ja, cool. Sieht man es jetzt auch ganz gut, was ich meinte. Ja, er kriegt nämlich immer 20. Weil man kann auch übertreiben. Ja, ich habe halt keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Hier ist nichts irgendwie in der Mitte oder so. Das ist hier oben. Na, da ist auch nichts. Hä? Ich muss mich mal informieren, weil ich habe keine Ahnung, wo der ist. Sie ist halt bei Luigi, es ist eine neue Galaxie erschienen. Vielleicht drüben irgendwas? Irgendwie beim Kinderzimmer. Ich habe keine Ahnung, ich informiere mich mal. Bis gleich. Okay, ich weiß jetzt, wo es ist. Ich hoffe, dass das Ganze auch bei Mario da ist. Sollte, aber soweit ich es gesehen habe. Ich hab jetzt ein Video von Nintendo halt gesehen und da war ein weiterer grüner Luma bei dieser Challenge-Insel. Machen wir das jetzt. Es fühlt sich echt sehr komisch an, das Ganze nochmal mit Mario zu spielen. Hey. Sei auf der anderen Seite. Ja! Das ist er. Willst du reisen? Reiseziel, großes Finale Galaxie. Yes. Verstanden, also dann. Oh, Junge. Ich habe blöderweise auf dem Thumbnail gesehen, was abgeht. Deswegen ist jetzt keine große Überraschung mehr. Aber, Junge, wir kommen zum Sternstaubfest. Und ja, jetzt, wo ich das Thumbnail gesehen habe, muss ich sagen. Doch, ich hab's schon mal gesehen, aber ich hab's nicht mehr in Erinnerung. Und was ich auch dazu sagen muss, ist finde ich ehrlich gesagt eine richtig coole Mission. Oh, mit der Musik, die damals lief. Mario, du bist unser letzter Gast. Das Ganze mit Mario jetzt nochmal zu spielen. Es fühlt sich komisch an, ehrlich. Ich habe ja die ganze Zeit jetzt mit Luigi gespielt, der tut sich bitte. Slippy steuern. Aber naja, irgendwie dann doch durchgekommen. An einem Tag mal kurz 60 Sterne geholt. Das war vor 2 Tagen. Das hat mir wirklich Kopfschmerzen bereitet. Aber wir sind hier. Ich kann das Let's Play für mich abschließen. Mit dem 121. Stern. Das ist cool, hier nochmal alles zu sehen. Hallo, wie geht's? Ich weiß hier wirklich toll. Mein Schülern scheint es auch Spaß zu machen. Ich bin froh, dass ich sie mitgebracht habe. Je mehr, desto besser.
Also das Peach Schloss, das ist wirklich so schön, wie alle sagen. Yes. Na komm, Sotan ist triumphierend zurückgekehrt. Sag ihm doch hallo. Nein. Der Typ kümmert sich immer noch um seinen Müll, angenehm. Ja, aber ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass es nicht wieder so eine Challenge ist. Wäre irgendwie auch cool gewesen, so wie bei 3D-Land, wenn man mit Mario und Luigi beide Level spielt. Aber man muss ja nicht. Guck dir das an. Wir haben so gute Arbeit geleistet, dass wir vom Suchtrupp zu Leibgarde befördert werden. Mit mir als Leibgarden-Anführer wird niemand auch seine Finger auf uns als Peach legen können. Ja, nee, Alter. Ja, Bowser hat Angst vor dir haben, ne? Sag Bowser oder Boos, sie sollen bekommen. Okay. Er ist überzeugt von sich. Ja, was ist denn mit euch? Ihr Leibgarde? Ist euch fröhlich oder beschämt? Habt ihr jetzt wirklich der richtige Tod für den Boss des Leibgarden-Anführers? Nein. Das ist denn Butter, solange ich nur mein geliebtes Fleisch essen kann. Der chillt sein Leben. Und da hinten steht auch noch nur wieder Münze. Geil. Na joa, ist halt keine besonders schwierige Mission, ne? Sorry an alle, die zu irgendwas erwartet haben, aber was soll man machen? Es ist cool, diesen Ort nochmal zu sehen, so viel kann ich sagen. Er hat noch einen Brief für uns. Ein Glückwunschbrief ist für dich angekommen. Nimmst du ihn an? Klar. Was steht da drin? Ich hab den Brief an die Wii Pinland geschickt. Was soll da drin stehen? Fuck. Ich glaube, ich komme da jetzt gerade nicht drauf. Das schauen wir uns dann gleich an. Ich hab übrigens keine Ahnung, was alles auf meiner Wii Pinland ist. Da kann irgendein Scheiß stehen. Wahrscheinlich, da war irgendein Spiel, was mir, glaube ich, immer wieder Post geschickt hat. War das Animal Crossing? Damals, als ich noch das Let's Play gemacht habe? Hatte ich mir den Retail extra für bestellt und dann Let's Play zu gemacht. Der 121. Stern. Ist das schön. Ja, wir haben 121 Sterne, dann gucken wir uns das jetzt an. Was hat uns der Brieftod da geschickt? Das könnte jetzt richtig schön werden. Komm. Post? Das meine ich nicht. Hier! An Mario. Ja, ich bin leider nicht Mario. Ich würde sagen, ich schaue es mir trotzdem an. Danke, dass du so weit gespielt hast. Nein, wirklich, echt toll. Du kannst stolz auf dich sein. Versammelte Super Mario Galaxy Crew. Ein schönes Bild in der ersten Galaxie. Der Baby Luma ist auch da. Ja, der Grüne, der kann mich mal, ich hasse ihn. Aber, naja. Also, ist klar. Nee, das Ding wird nicht weggeschmissen. Das wird weg. So kann ich das nicht wegschmeißen, angenehm. Warte mal, das war jetzt. 3 Stunden 49. Und dann später am Tag nochmal 4 Stunden. Also, hier seht ihr jetzt, wie viel Mühen ich hier gescheut habe. Was ist das? Das Luigi. Alle Luigi, danke, dass du Luigi gerettet hast. Gern geschehen. Ja, das war ein bisschen komisch, da waren halt 2 Luigis, aber egal, das soll es gewesen sein von diesem supergeilen Super Game. Mario Galaxy! War eine schöne Zeit. Ich habe ehrlich gesagt psychisch gefühlt darunter gelitten, das Ganze nochmal mit Luigi zu machen. Er kann wenigstens höher springen, slidet zwar, was es sehr viel schwerer macht, ihn zu steuern, aber Trick-Jumps gehen auf jeden Fall mehr mit ihm. Ja, aber ich würde sagen, ab dem Punkt, danke fürs Dabeisein mit diesem Let's Play. Geiler 9-Minuten-Part zum Ende, würde ich sagen. Und mal gucken, was das nächste Projekt wird. Vielen Dank fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal und ciao.